Hallo und willkommen zurück zu Let's Play FIFA Ultimate Team. Heute können wir die Spieler aus dem Team der Woche ziehen, die im Sturm gespielt haben, beziehungsweise in der FIFA 11 meine ich natürlich sind. Da sind nicht weniger als Messi, Cristiano Ronaldo, CR7 und Ramadel Falcao. Dazu wurde ich gesponsert mit ein paar tollen FIFA Points. Danke an den Sponsor, der bei seinem, der schon weiß, wen ich meine. Namen müssen wir nicht immer nennen. Wir ziehen heute mal ein paar Packs zur Abwechslung. Im Moment spielen wir sehr wenig, ich weiß, aber das Pack-Ziehen ist momentan einfach fix und gut, weil wir einfach hoffen, dass wir fast was drin haben, gell? Ja, meine Freunde, ich würde sagen, wir fangen an mit einem 300er-Pack, einem Promo-Pack und hoffen, dass wir was Geiles rausziehen. Im Moment ist hier alles sowas von übelst, was auf dem Markt ist, was Preise angeht. Ja, wir werden jetzt auch bald ein eigenes Team damit zusammenbauen, was wir haben. Verträge haben wir einige. Oh, und Weidenfeller fürs Tor. Das ist ja ganz hervorragend. Dann haben wir die Weiler. Carlos Vela. Kenne ich nicht. Matic. Ja, den können wir nicht gebrauchen, glaube ich. Den machen wir Schnellverkauf weg, den Typ. Allein schon mit dem System, das sehe ich schon. Und dann haben wir wieder diverse Verträge. Die können wir listen. Aber wir machen die 6 Stunden, weil ich sowieso dann ins Bett muss. Und also ich bin nach der Nachtschicht, heute ist mein Geburtstag und wir haben den 12. Januar. Dieser Sponsor hat mir das Geburtstag geschenkt, wie gesagt, finde ich total nett. Und er hat ja damit eigentlich auch gesagt, wir wollen unseren Channel bereichern. Das tun wir auch. Einfach, wisst ihr, uns ist das gar nicht so wichtig, dass wir die fetten, geilen, tollen Spieler für uns haben. Uns ist wichtig, dass wir dass wir euch was bieten können, würde ich mal sagen. Ja? Eine Fitnesskarte listig. Und das ist einfach das Geile an diesem, finde ich einfach super Nairo Wappen. Das können wir dann gleich verklitschen, wenn es doppelt ist. Und die Frau Lee, die Listen, oder? Vielleicht will die jemand haben. Der Ball ist natürlich geil, den behalten wir mal im Verein. Den können wir mal anbieten. Das Trikot von Manchester City behalte ich auch mal im Verein. Und das Wappen setze ich rein. Meistens kriegt man für die Wappen leider im Moment nichts. Ist auch logisch irgendwie. Ja, Kopfball, Dribbling, Oberkörper. Kopfball setzen wir rein. Wir hoffen, dass es weggeht. Und den Rest nehmen wir also. Weidenfeller fürs Tor. Das ist natürlich was für meine aktive Mannschaft, muss ich mal sagen. Ja, da muss ich einfach mal ganz klar so sagen. Der kommt mit hier rein. Da könnte es passieren, dass ich ganz heiß laufe. Alle verbleibenden Objekte speichern wir. Okay, das Promo-Set war ganz witzig. Weidenfeller war dabei. Natürlich war es nicht Cristiano Ronaldo. Man kann nicht mit einrechnen. Ja, ihr Lieben. Das ziehen wir nochmal. Wobei, über 7 selten, diesen 3 selten. Wir gucken mal gerade, ob es wieder dieses Monster-Pack gibt. Hier gibt es noch ein Monster-Pack. Ja, und das natürlich machen wir auch davon ein Let's Play. 12 goldene, alle selten, 500 Coins auf die Fresse. Gucken wir, was passiert. Davon ziehen wir 2 jetzt. Oh, glaube ich, habe Touré gelesen. Hab ich? Nein, ich habe Samba gelesen. Ach du Scheiße. Leute. Das ist wirklich enttäuschend, dieses Pack, muss ich sagen. Der kann gleich, der verkloppt mich gleich für 14 Münzen. Das Trikot der Roma. Oh nein, das habe ich aktiviert. Das wollte ich jetzt gar nicht. Das werden wir ändern. Die Manager-Modifikation. Die könnte doch ein bisschen was wert sein. Das ist doch schön. Moral riesig. Alle Verletzungen. Vertrag. Sagbia, der ist halt schnell. Der könnte was bringen. Der Samba könnte nicht wirklich was bringen. TOT. Auch nicht so schlecht, aber auch nicht so richtig geil. Alles in allem war dieses Pack ein wenig enttäuschend. Aber ich muss ganz dringend. Es tut mir leid, ich muss im Verein. Ich muss das, das muss ich ändern. Das geht ja gar nicht jetzt, ne? Das muss ich leider ändern. Ich kann nicht dieses Trikot ertragen. Das geht überhaupt nicht. Moment.
Nein, das ist das Falsche. Stadionpersonal. Naja, auch nicht. Wo geht denn das mit den Trikots jetzt wieder? Russische Liga ist mein Trikot. Was für ein anderes Trikot? Warte, was habe ich denn gerade? Ach, Chelsea-Trikot hatte ich. Das ist bei England dabei. Wo ist es denn? Bitte. Wohin denn noch? Vielen Dank. Ja. Okay, das wäre erklärt. Sorry, sowas muss sein. Da liebe ich meine Ordnung dann doch. Okay, wir machen ein weiteres von diesen Wahnsinns-Sets auf. Von diesen... Ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Was? Wahnsinns-Set? Von den Special-Sets halt. Das ist sehr teuer. Ich hoffe, jetzt kommt ein bisschen mehr bei rum. Auf geht's. Und? Marchetti. Ach du Scheiße. Leute. Ach du grüne Leute, also von mir, ja gut, der rechte Mittelfeldspieler, der könnte schon was wert sein. Verträge sind immer schön. Eine Modifikation ist dabei, Bernabéu ist dabei, ist auch ganz schön zu verkaufen. Meine lieben Modifikationen, die wird nicht viel wert sein. Olympiastadion Berlin und das Trikot von Borussia Dortmund, das können wir auch listen. Sowas tragen wir nicht. Das Olympiastadion von Berlin werden wir auch mal anbieten. Und das Santiago Bernabéu logischerweise auch, ebenso wie die Modifikation und zwei der Verträge, einen Vertrag meine ich. So Freunde, auch dieses Pack war jetzt nicht der Burner, aber mal ganz ehrlich. Manche haben Glück, manche haben Pech, wir gehören wohl eher zu denen, die immer Pech haben. ja, das Bombset ist nicht mehr verfügbar, wie ihr gerade gesehen habt. Ne, gucken wir mal, ob sie das gerade... Ja, Ronaldo, Messi und Falcao sind verfügbar, wie gesagt. Dann gibt es hier noch ein Jumbo-Set, 24 Objekte, 7 seltene, vorwiegend Gold. Dann haben wir hier die Wahl. 3 seltene, 1 seltenes. Was öffnen wir? Wir öffnen das letzte Pack für heute, glaube ich, und das wird dieses sein. Gucken wir mal. Titum, oh Gott, aber das kann nicht gescheites sein, Leute. Ach du Scheiße, was Karten. Ivan Schitz, Radi. Ach du Scheiße, ist ja ein Witz. Das Set ist eigentlich ein Witz. Das muss man ganz ehrlich sagen. Das ist eine Frechheit, das Set. Entschuldigt, wenn ich so offen sage, aber das hier geht gar nicht. Das, die Spielermodifikation ist das Einzige, was interessant ist, aber das hier, das geht einfach gar nicht. Nee. Absolut nicht. Boah, was ein Scheißdreck. Leute, seid mal ehrlich, guckt euch das an. Was ein Scheißdreck. Vollkommene Scheiße, das ist frustrierend auf 10. Also, da kann man noch so viele glänzende Vertragskarten haben. Das ist ein Witz hoch 10, nichts anderes. Ich kann es nicht anders formulieren. Zum Glück wird unsere Katze gerade mal nach Hause kommen. Das ist auch schön, dass die mal wieder nach Hause kommt. Kleinen Moment, ich muss unsere Katze öffnen. Es ist minus 5 Grad kalt. Komm rein. Lucky, willkommen. Na, war es kalt draußen, anscheinend. Ja, ihr Lieben, wie ihr seht, wie gesagt, einfach einmal scheiße. Wir können aber nicht alles im Verein speichern, weil so viel Platz haben wir, glaube ich, gar nicht. Das heißt, wir müssen mal wieder eine Fitnesskarte verklitschen. So eine Spielerheilungskarte verkaufen. Das sind dann die seltenen. Das ist echt bitter. Ne? Warte, Lucky. Moral riesig bieten wir an. Und der Rest geht jetzt im Verein. Jetzt lasse ich gerade unsere Katze noch mal raus, weil die nervt uns jetzt beim Ziehen. Leute, ich bin sofort wieder bei euch. Kleinen Moment, oder? So, die störende Katze ist beseitigt. Wir sind wieder da. Mit ein bisschen Wurst, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, ich muss ja nicht dringend jetzt hier ein bisschen Team des Jahres, aber so eine schwarze Informkarte oder irgend sowas wäre schon mal fett. Leider sieht es im Moment alt aus. Wir müssen mal gerade gucken. Wir haben hier nämlich noch im Tauschstapel noch Platz, aber da sind drei Sachen ausgelaufen. Doch nicht. Ist doch alles gut. Wer hat denn da eben...
Okay, war ja eben schon voll, oder nicht? Der Verein ist voll, das ist mir klar. Ja, wenn ihr mal einen kompletten Verein guckt, wie gesagt, ich gebe jetzt ja groß nichts aus, Entschuldigung. Ihr habt ja gesehen, hier 119 Spieler sind da im Moment drin, das wird noch interessant. Aber wir ziehen noch ein letztes Pack für heute. Und dann beenden wir diese Aufnahme, weil morgen, das ist morgen Sonntag und Sonntag gibt es diese Mega-Packs. Und das ist richtig, richtig, richtig geil. In diesem Sinne ziehen wir jetzt einfach mal ein 12er Normal und hoffen, dass mehr bei rauskommt. Einmal, ja, so richtig fettes Pack nochmal. Ich sag nicht, ob schon wieder gekommen ist. Wenn ich ihn nicht vorlesen habe. Ach du Scheiße, das wird ja alles schlimmer. Garcia Gutierrez. Spielervertrag überraschenderweise. Moral von... Und Wappen von Cagliari. Leute, nehmt's mir nicht übel, aber ich bin bedient. Also, viel mehr Scheiße kann man eigentlich nicht ziehen, als ich heute Abend hier für so viele, ja, so viele Punkte verzogen habe. Das ist echt der Wahnsinn. Das ist echt der Wahnsinn. Jetzt muss ich tatsächlich sogar noch ein paar Sachen anwenden, damit ich überhaupt, Wappen von Cagliari, das geht direkt weg. Also der Spieler, der könnte mal was wert sein, das muss ich ja mal sagen, ne? Moral riesig in Glanz und Moral riesig in Normal. Würde ich sagen, versuchen wir die mal anzuwenden. Wen haben wir denn in der Mannschaft, der ein bisschen wenig... Haben wir überhaupt einen, der nicht so viel Moral hat? Nein, haben wir nicht. Haha, da brauchen wir nichts anwenden. Und dann wende ich plus 15 Tempo an. Mich würde interessieren, wie Mario Gomez mit mehr Tempo läuft im nächsten Spiel. Wow, 92 Tempo, da bin ich mal gespannt. Und, dann wende ich 15 Verteidigung an. Im Mittelfeld. Hoppala, hab ich falsch gemacht. Egal. Muss ich Moral riesig zweimal... Schnellverkauf geht das gar nicht. Nein. Wir setzen alles in Verein. Das geht nicht. Wir haben jetzt noch zwei Moralkarten übrig. Das tut mir ein bisschen weh gerade. Gucken wir mal, wie es bei denen der Moral aussieht hier. Sehr hoch, sehr hoch, sehr hoch. Neutral Roman Weidenfeller. Der kann doch jetzt gleich mal eine Karte benutzen später. Ja, wie gesagt, wir wollen nochmal gerade zum Team gehen hier. Sieht ziemlich nice aus alles. Jetzt ist jedenfalls alles voll, mit, weil ich ja so wenig Vertragskarten bekomme und so viele Spieler. Der pure Frust und nichts anderes, Leute, kann ich euch nur sagen. Jetzt wende ich auf Weidenfeller eben eine Moralkarte, wenn ich überhaupt noch eine habe. Doch, Moral riesig habe ich eben gesehen. Ich kann aber auch auf... Vertrag anwenden auf Weidenfeller. Auch keine schlechte Lösung. Dann hat der gleich... Verdammt. Hat der Vertrag? 7 ist auch Blödsinn. Summit 4, der spielt auch ein wenig. Panda auch 2. Na, da können wir auch nochmal drüber reden. Da müssen wir auch nochmal gucken. Ja, wie gesagt, egal. Wir werden uns jetzt hier bedeckt halten im Moment. Ihr Lieben, das war eine Scheißziehung. Ihr seht auch, ich bin ein bisschen frustriert, deswegen wirbel ich hier gerade so ein bisschen rum. Seid nicht sauer mit mir. Am Sonntag bin ich top motiviert, wenn wir die restlichen Marken verziehen werden, sofern es überhaupt geht, weil wir ja, ne, Platz machen müssen immer wieder. Leute, haut rein, bleibt am Ball, tschüss und bye-bye und wir sehen uns am Sonntag zur nächsten Ziehung, wenn es im Alle geht's in den Megapacks. Bis bald, ciao, ciao und bye-bye, euer Eismännchen.